Ist ja absolut bitter. Junge, wie viel noch? Ach, aber da oben kommt ein Dorf. Und hier kommt, keine Ahnung was. Laufe zu dem Dorf und dann teleportiere ich mich nach Hause. Und dann gibt's Ahoi Brause. Absoluter Reimking hier wieder am Stissel. Es kann es nicht sein, dass es so lange dauert, nach Hause zu laufen, ohne meine Dopingmittel und hast du nicht gesehen? Das geht nicht. Das ist ein No-Go. So, das war nicht so geplant, sondern so. Ich sag's euch, ich gehe noch drauf. Und wenn ich nicht drauf gehe, dann geht mein Hund drauf. Das ist mal ganz klar. Deshalb hätte ich jetzt gerne, dass es wieder Tag wird, weil es dunkel ist. Und es meine Augen anstrengt, wenn ich versuche, alles aufzuhellen künstlich mit meinem Gehirn. Welches Gehirn? Ja, war klar, dass du jetzt wieder aus deinem Loch rausgekrochen kommst. Alter, das sieht ja mal richtig geil aus. Was ist denn hier los? Sieht zwar geil aus, aber bringt mir nisch. Geht's irgendwo in so eine Höhle rein oder so? Alter, das ist ja richtig geil hier. Junge. Ich mache mir hier keinen Wegpunkt. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil da hinten ja dieses Dorf ist. Na, ich bisschen die Challenge größer, sich wiederzufinden, als wenn ich jetzt hier wieder alle paar Meter mir einen Wegpunkt mache. Darauf habe ich nicht so Bock. Verstehst du, was ich meine? Hoffe ich doch. So, hier wird wieder ein Schaf geschlachtet. Ist alles gut und schön. Kann sich eigentlich ein Wolf mit einem Hund paaren? Gehört dann das Baby mir oder dem Wolf? Ich glaube nicht, dass das geht. Will ich auch nicht ausprobieren, weil nicht, dass es dann Heckmeck gibt irgendwie. Nicht, dass dann mein Hund wieder zu einem Wolf wird. Nee, Spaß, kann ja nicht passieren, glaube ich. Aber ich riskiere mich mal hier auch nicht. Und das wäre ja auch nur wieder nur Zeitverschwendung. So, jetzt ist mein Hund wieder weg. Da kriegst du doch einen an der Klatsche. Da kriegst du absolut einen an der Klatsche, wenn du das hier mitmachst. Wo ist denn der jetzt? Jetzt mach keinen hier. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Weil der Hund sich verpisst hat. Wo zum Fick ist der Hund? Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Der Hund ist weg. Wo ist der Hund? Du dumme Drecksau. Komm jetzt mit, verdammte Scheiße. Ich verliere so viel Zeit wegen dir. Meine vier Buchstaben tun mir weh. H-A-R-S-T-W-E-N. Ja, verblöd schon hier vorm Rechner.
Weil du kriegst einen an der Klatsche, Alter. Du kriegst richtig einen an der Waffel, wenn ich hier rumrenne und ich. Weil du hier den Hund suchst, Alter. Was hier passiert? Nix, Alter. Ich will nach Hause, verdammte Scheiße. Nicht mehr und nicht weniger. Sich, ja? Sich. Das altbekannte Sprichwort. Sich. Sich. So, das schafft der Hund wahrscheinlich nicht. Doch, das schafft der Hund, aber Fallschaden schaffen es auch. So, wenn dann jetzt mal irgendwann demnächst vielleicht, ich sag nichts mehr da vorne, kommt's ja schon. Das war nicht erwartet, dass es jetzt kommt, genau wenn ich mich beschwer. Aber da kommt das Dorf. Dann gehe ich da kurz hin. Schmeiße ich erstmal wieder hier alles rein. Guck dir mal an, wie viel Scheißdreck ich hier hab. Alter Falter. So, und zwar, ich muss den Hund tatsächlich nochmal aussetzen. Also müssen tue ich nicht, aber ich will. Aus dem Grund, weil ich keine Lust habe, mit dieser Geschwindigkeit hier entlang zu laufen, wenn es auch anders geht. Wahrscheinlich werde ich mir dann hier ein paar Swiftness Potions machen, ein paar Einser, ein paar Zweier, ein paar, gibt's ja Dreier und Vierer und sowas, ne? Habe ich keine Ahnung, was das da alles gibt. Ich habe auch keine Ahnung, ob da der Hund dann mitkommt. Ich weiß es nicht. Ich will es auch ja nicht ausprobieren, sage ich ganz ehrlich. Ich will einfach nur nach Hause, meine Bude rein. Und der Rest ist mir egal. Der ist mir hier absolut am Marsch, edet mir vorbei. So, hier ist wieder eine Schlucht, Hund nicht reinfallen, sonst bringe ich dich um. Beziehungsweise du stirbst ja dann von alleine, das ersparst du mir dann. Springen wir mal ein bisschen auf, wenn es Hunger macht. Ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe jetzt in das Dorf rein. Und dann teleportiere ich mich nach Hause. Ich glaube noch ein paar Bären, weil ich ja nichts zu tun habe. Aber dann mache ich nochmal hier eine Aufnahmepause, wenn ich zu Hause bin, weil zur Kuratskur. Ach, die kann ich umbenennen. Wie geil ist denn das? Brauche ich mich nicht damit rumärgern bei den Namen. Aber ich würde sie halt schon we irgendwie lassen, wegen Tradition und so. So, aber kann ich jetzt? Wo ist denn jetzt? Ach, hier geht's ja noch weiter. Ich bin gerade erschrocken. Ja, das hätte ich natürlich. Lukmurzur, das heißt zur Kurakzur. Zur Kurakzur Appliance. Ich gehe zu Lukmurzur Appliance. Alter, meine Zunge, die verknotet sich gerade komplett. Und, komm her. Nee, weißt du was? Ich mach dich hier in die Bude rein hier, weil. Später kommt dann irgendwas, weiß ich. Komm mal mit. So, das ist auch so ein Maschinchen hier, aber das brauche ich nicht. Hier, komm, Hund. Kommst du mal rein jetzt hier? Oder hast du keine Böcke, hier reinzukommen? Warum gehen denn jetzt so meine FPS in Ich die weiß, Knie? dass du Smaragde hast. Dieser Was Planet. lastet? Ich glaube, ich weiß, was Ich will mein deinen PC so Smaragd entkommen. auslastet. Ich glaube, das Ich will ist deinen das Smaragd Auto, entkommen. was da hinten wahrscheinlich irgendwo rumsteht. Hund, jetzt komm doch bitte her. Hast du Smaragde? Ich will Ich doch weiß, auch nur dass du nach Smaragde Hause hast. und Her damit. mal jetzt Nie wieder hier mal so viel Schönes sehen bitte für wollen. 5 Ich Minuten. küsse deine Hand. Junge. Ich will deine Glaube, Smaragde. dass der Probleme hat.
durch die Tür zu gehen, deshalb sitz. Ach, leck mich, Junge, leck mich, Alter. Ich gehe jetzt zurück. So, zur Ratskur, zur. Leck mich. Mit deinem Zoha, so Qui-Gona, Klee, Tle, Klü. Lass mich einfach in Ruhe. Habe ich dem Hund noch meinen Schnitzel gegeben, was eigentlich für mich gedacht war, aber das juckt ihn da ja nicht. Das geht ihm ja absolut am Bobbes vorbei. Genauso wie mir, ich fliege jetzt nach Hause. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich ein paar Dörfer oder sowas bestimmt irgendwie U-Bahn-mäßig vernetzen. Wenn ich jetzt dann endlich mal nach Hause komme. Aber warum springt er denn jetzt nicht mehr? Jetzt springt er wieder. Ich denke, dass ich so U-Bahn oder sowas bauen werde. Klar, ich könnte mich teleportieren oder sowas. Aber jetzt zum Beispiel dieser Weg, den ich jetzt gerade fahre. Fahr, genau. Flieg. Den will ich halt dann fahren, weil U-Bahn sind was Cooles. U-Bahn sind was Modernes. Okay, ist vielleicht nicht unbedingt modern. Da sind Hyperloops vielleicht doch moderner, aber ich. Mir ist nicht bekannt, dass es sowas gibt. Ja. Zumindest hat das noch kein. Oh. Was ist denn da passiert? Ah ja. Okay. Da ist ein Schaf in die Luft gesprengt worden, geschleudert worden. Dann ist das halt so. Ja, wie gesagt, dieser Weg hier ist ziemlich. Also, ich meine, er ist ja nicht weit, so ist es ja nicht, aber er zieht sich halt ziemlich. Und da wäre vielleicht eine U-Bahn doch eine ganz gute Idee. Und deshalb schaue ich mal, dass ich da irgendwas organisiert kriege. In weiter Zukunft natürlich. Ich denke, dass es in den ersten 200 Folgen nicht passieren wird. Man weiß ja nie, was passiert. Kommt drauf an, wie schnell ich jetzt manche Items finde, wie schnell ich manche nicht finde. Hängt ganz davon ab, ob ich die Items finde, die ich brauche. Oder ob ich sie eben nicht finde. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo eine Wüste finde, dann habe ich diese Blitzrouten oder wie die heißen. Und dann wäre das ja schon mal ein Riesenschritt für mich. Ein Riesenfortschritt. Dass ich mal hier jetzt anfangen kann mit Maschinen. Und wie gesagt, wenn ich die habe, dann kann ich alles machen, was ich will, weil dann habe ich halt, wie gesagt, fast unendlich Ressourcen. Fast. Natürlich. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe ja da einen Haufen Flaschen jetzt. Du bist selber eine Flasche. So, geht vielleicht sogar schneller, als wenn ich hier immer Wasser hole, aber wir haben es ja überhaupt nicht eilig, finde ich. Mache ich mal hier drei rein, dann mache ich wieder das hier. Mache ich ein bisschen pennen. Und dann mache ich. Was war es denn? Zucker, glaube ich. Zucker wegen Hyperaktivität und sowas, dass du dann hier fast Diabetes kriegst. Und jetzt fehlt natürlich Lohnstaub. Und den habe ich vielleicht hier drin. Kann ich eigentlich da reinschmeißen, oder? So. Dann war es noch Glowstone. Habe ich das da drin auch? Ja, eins habe ich da drin. Ja, hör auf, das Wasser zu trinken. Es bringt dir nichts. So. Das sind jetzt die Swiftness 2 Potions, glaube ich.